Alter, Harry Potter. Ja, Harry Potter. Das ist hallo, ich brauche einen Zauberstab. Hey. Etwas anderes gibt es in diesem Laden auch nicht, du Spacko. Was ist das denn hier? Wo kommt die Musik her? Musik aus! Er hat dich in Wirklichkeit mit dem Stein beworfen. Warum hat er mich mit dem Stein beworfen? Keine Ahnung, weil er dich nicht mag. Oh, du willst auch gegen die Wand rennen? Ja, nee, durch. Ron rennt heute auch zum ersten Mal gegen die Wand. Das ist die Grinsebacke da. Mhm. Ich bin Ron. Wollen wir Freunde sein? Das hast du eben schon gefragt. Oh, das tut mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Ich habe einen Gehirnfehler. Ach, das macht doch nichts. Das ist übrigens Ginny, meine Schwester. War das nicht die Kleine vom Bahnhof? Nein, das war die Ratte Krätze. Das hier ist Ginny. Ich bin doch nicht blöd. Ja, klar. Naja. Oh, ich bin so überrascht. Ich muss meine Brille abnehmen. Verrückt, der sowas öfter hört. Ich bin lesbisch. Bist du auch lesbisch? Nee. Fotze. Unwichtiger Nebencharakter. Ja, das bin ja wohl ich, ne? Boah, die sieht schon unwichtig aus. Was haben sie gesagt? Ach so. Das ist nicht nur eine Katze, das ist ein Transformer. Nein, ich bin ein Zauberer, genauso wie Sie auch, Mr. Weasley. Und könnte Mr. Potter jetzt bitte mal den Mund zumachen? Warum sind Sie zu spät gekommen? Wir haben das Adventskalendertürchen nicht gefunden. Es ist Juli. Oh, darum haben wir es nicht gefunden. Kommt, auf! Ah, oh, der Besen hat mir das Nasenbein ins Gehirn gerammt. Jetzt musst du wohl sterben. Halt die Klappe. So, da hat Draco den Ball weggenommen und jetzt gehört er mir. Ach, damit spielst du im Unterricht immer in deiner Hose. Ja, mit dem Ball. So jemand aufgespürt, meine kleine Pussy? Nein, gib mir Whiskas. Schon wieder 2 Euro. Wie soll ich mir das denn leisten? Scheiß Weiber. Avada Kedavra, Simsalabim, Chimchimini, Chimchim. Verfolgt jetzt bitte nicht in Panik. Wer ist in Panik? Niemand ist in Panik. Oh, ich hatte noch nie so heftigen Durchfall. Ich glaub's ja nicht. Ein behinderter Wichser mit Klettverschlussschuhen hat mir das Leben gerettet. Oh, wie peinlich. Ich mein dich. Oh. Außerdem. Ist der jetzt tot oder so? Ich weiß nicht. Zur Sicherheit sollten wir ihm den Kopf zertreten. Stirb, du weißer Scheißkerl! Mein Auge! Boah, ist das kompliziert eingepackt. Boah, ein Faden. Klingelstreich! Kinder, wenn ihr schon Klingelstreich macht, müsst ihr danach auch wegrennen. Nur so ein kleiner Tipp. Ach ja, scheiße. Nochmal! Klingelstreich! Ihr kapiert's nicht, oder? Ach ja, wegrennen. Ich will nicht länger von euch verarschen. Jeder verarscht dich, Hagrid. Selbst meine Katze verarscht dich. Ich gehe mit den Kindern nirgendwo mehr hin. Also irgendwie habe ich Hagrid lange nicht mehr pupsen hören. Hey, sei doch froh. Was meinst du, warum in diesem Wald nichts mehr lebt? Wenn er einmal bläht, brennst dir die Nasenhaare weg. Ja, aber merkwürdig finde ich das schon. Oh Gott, habe ich Kopfschmerzen. Oh, habe ich Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, jemand hat meinen Kopf stundenlang gegen eine Wand gehauen. Naja, das war ich. Warum hast du das gemacht? Na, ich fand's geil. Ich auch. Hey, Hagrid. Hagrid, was hat eine Flöte in der Hand und stinkt? Also, ich... Hey! Ihr seid so dumm wie Toastbrot. Bin ich Vollkorn-Toastbrot? Ja, aber deine lila Klamotten sind nicht gerade bedrohlich. Aber dein roter Pullover oder was? Und deine blöde runde Brille. Hey, sag nichts gegen meinen roten Pullover und meine Brille, sonst zeige ich hier mal auf dich und komme einen Schritt weiter. Ach ja? Ach, Kopfschmerzen. Warum hat der Mini mich so doll gegen die Wand gehauen? Oh, eine Fliege. Hey, mir will ich zu, wenn ich meinen fiesen Plan erzähle. Komm her! Und jetzt hör meinen bösen Plan zu und beachte mich gefällig. Oh, meine Chance wegzurennen. Aber ich will wissen, was unter dem Handtuch ist. Oh, Feuer! Oh, ich kann nicht über 1 Meter Feuer springen. Oh, ich komme nicht mehr raus. Und ich muss hier bleiben. Und um das alles logisch zu verknüpfen, brauche ich jetzt die Jeopardy-Musik. Was willst du mit dem Stein? Willst du dich als Rache für den Tod deiner Eltern damit bewerfen? Oh Mann, nicht verraten! Was, wir brauchen Boss? Was geht denn, Alter? Was geht denn, Alter? Verteile ich noch Punkte an? Ronald Weasley! Ronald Weasley? Mich?
Ja, du. Weil er einfach so behindert und dumm ist und das ist lustig. Er hat besondere Bedürfnisse. 50 Punkte. Tschüss, du Fettgeschwabbel. Ciao, du blöde Kuh. Hey, der hat mich Kuh genannt. Nein, nein, bitte. Nee. Ei, ei, ei. Tschüss. Tschüss, kommt schlecht nach Hause. Oh, ich kann den Kerl nicht mehr riechen. Lass uns abholen, wir atmen. Tür dicht. Tschüss. Ich wünsche euch hässliche Ferien. Tschüss.